Und jetzt im Prinzip ein weiteres Projekt, aber doch etwas Besonderes, denn Jugendhakt wird ja immer größer und das ist also nicht nur das Event, sondern es gibt jetzt mittlerweile auch die Events im Event. Also über Recoded haben wir ja schon gehört und dann gibt es noch eins. Genau, und das sind nämlich die Demokratielabore. Das ist ein Seitenevent, das dieses Mal stattgefunden hat bei Jugendhakt Berlin. Das ist unterstützt vom Bundesfamilienministerium und der Bundeszentrale für politische Bildung. Und was das genau ist und was da passiert ist, das erklären uns jetzt Matt und Lydia. Na dran, na dran. Genau, hi, wir sind von den Demokratielaboren, aber nicht Lydia, wir haben Jill mitgebracht. Außerdem hatten wir noch ein Team, da ist Martin und Timo und Lydia dabei gewesen und wir zusammen sind von den Demokratielaboren und haben uns gedacht, wir bringen Digitalisierung zusammen mit demokratischer Teilhabe und das möglichst spaßig und das machen wir über Spiele. Und haben deswegen hier ein Game Jam veranstaltet, in dem 20 Kids aktiv waren, die teilweise noch nie ein Spiel gemacht haben oder teilweise noch nicht mal programmiert haben. Und mussten noch nicht mal einfach nur ein Spiel machen, was Spaß macht, sondern vor allen Dingen ein Spiel, das irgendwie eine Meinung ausdrückt oder ein Thema, was den Kids am Herzen lag. Und da sind ganz spannende Sachen bei rausgekommen und die wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar 5 Spiele in 5 Minuten oder weniger. Genau, das erste Spiel heißt The Zone, wurde von Sebastian und Leas entwickelt. Da wurden sie inspiriert von dem Thema Klaustrophobie und enge Räume. Also man kann so ein bisschen sehen, dass da ein Rahmen ist, wo eine Spielfigur versucht, diesem Raum zu entkommen. Auf diesem Weg werden Sachen eingesammelt und das ist so ein bisschen das Spielziel, da die Räumlichkeiten immer breiter zu machen. Genau, dann haben wir Glitzern gegen Rechts. Das ist von Darius, Marc, Hanna und an Katrin. Und nun, man kann in der Stadt Chemnitz hin und her laufen, in einer sehr großen Karte. Das war echt viel Arbeit und man ist ein bunter, blinkender Punkt, läuft umher, kann glitzernde Herzen und Hirne einsammeln und die auf den braunen Mob schießen, der einen da eventuell verfolgt und so die Welt verbessern. Das dritte Spiel nennt sich Homework Invasion, haben Johann, Rasmus und Julius entwickelt. Sie haben sich mit dem Thema ein bisschen was Privateres entschieden. Und zwar geht es um die Hausaufgaben und die Anforderungen im Schulalltag. Man kann da sehen, dass also ganz leicht auf der rechten Seite, dass es verschiedene Fächer sind und die Hausaufgaben fliegen von oben auf einen zu. Und man kann selber auswählen, welche Hausaufgaben man aufsammelt und erledigt quasi. Und dann ist so ein Notenspiegel an der Seite, was dann zeigt, wie sich die Lernkurve entwickelt, sage ich. Genau. Genau. The Revenge of the Vampire wurde entwickelt von Marc, Philipp, Julian und Ole. Man kann vielleicht ein bisschen erkennen, das ist ein kleiner Troll, das ist die Hauptfigur, die muss quasi durch so eine Welt springen und eventuell auch Münzen einsammeln. Und gerade vor diesem Vampir, der links in der Ecke ist und auf einen zukommt, das ist so der Gegner, fliehen. Auf seinem Weg kann er Münzen aufsammeln, die sind aber so platziert, dass sie tatsächlich sehr schwer zu erreichen sind und man eventuell auch das Spiel verlieren kann. Das heißt, genau, da geht es um Geld und auch teilweise um das Thema Gier. Genau. Und das letzte Spiel ist von Adam entwickelt. Der hat allein gearbeitet und als einziger Twine benutzt, womit man eine interaktive Geschichte schreibt. Und die ist echt umfangreich geworden. Und er wollte damit zeigen, wie man im Weltraum super spannende Sachen erleben kann, trotz wissenschaftlicher Sachen, die da drin so passieren und die man braucht, um auch da ordentlich durchzukommen. Ja, das waren die 5 Spiele. Genau, bevor. Danke. Genau, bevor wir euch jetzt zu viel vorwegnehmen, würden wir uns herzlich freuen und Sie herzlich alle einladen, draußen hier im Foyer direkt die Spiele selber auszutesten. Es sind 5 Stationen aufgebaut und die jungen Entwickler und Entwicklerinnen werden bei ihren Spielen stehen und auf jeden Fall für Feedback und auch Fragen offen sein. Viel Spaß. Und jetzt, genau, wenn ihr wollt. Super, recht herzlichen Dank.